Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 6. Mai 2014 mit der Nummer 337. Welt. Unsere Sprache drückt nicht immer das aus, was wir eigentlich denken und fühlen. Legendär sind die Politikerlügen vor laufender Kamera und Mikrofonen, bei denen uns ihr Ehrenwort gegeben wird. Wie verrät unsere Mimik die Lüge? Welche versteckten oder unterbewussten Hinweise bringen uns auf die richtige Spur? Beim Lachen wissen wir, wenn die Augen nicht mitlachen, ist das Lachen nicht ehrlich. Den Ringmuskel in der Augenregion können wir nicht bewusst steuern. Ein treffliches Indiz, ob wir lächeln oder lachen. Dabei stellt der Ringmuskel nur einen von 43 Gesichtsmuskeln dar, der unserem Gesicht zu den vielfältigen Ausdrücken verhilft. Mehr als 10.000 Kombinationen sind daraus möglich. Gute 3.000 Kombinationen verschiedener Muskeln ergeben eine erkennbare und interpretierbare Mimik. Wie wahr? Deutschland. Der Biochemiker, Arzt und Physiologe Otto Heinrich Warburg, 1883 bis 1970, war Forscher und Nobelpreisgewinner von 1931 mit der Entdeckung des zentralen Enzymkomplexes bei der Zellatmung, der Cytochrom-C-Oxidase. Seine wissenschaftlichen Beiträge und Themen umfassten zum einen die mitochondriale Atmungskette, die Photosynthese der Pflanzen als auch den Stoffwechsel von Tumoren. Bekannt geworden durch die Warburg-Hypothese 1924, einfach formuliert: Krebszellen erzeugen viel Vergärung, zu wenig Verbrennung. Krebsentstehung könnte an der Wurzel gepackt werden. Eine entsprechende Ernährungsweise hat den größten Einfluss. Antarktis. Einige Klimaforscher verbreiten gerade ein neues Horrorszenario. Demnach laufen wir in Gefahr, dass in der Antarktis ein gigantischer Eiskorken platzen könnte. Das Platzen dieses Korkens soll den Meeresspiegel um bis zu 4 Meter anschwellen lassen. Andere sprechen gar von bis zu 9 Metern. Nicht nur in der Antarktis, hört sich nach realer Verschwörungstheorie an. Oregon. In Oregon wurde ein Bürger zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er seinen Acker mit Regenwasser bewässerte, welches er zuvor mittels Behältern aufgefangen hatte, wie wir es natürlich alle tun. In Oregon ist laut Gesetz sämtliches verfügbares Wasser öffentliches Eigentum. Aha. Darf somit nicht ohne Zustimmung der Behörden genutzt werden. Wer sind die Behörden eigentlich? VSA. Zeitungen jubeln das Ende der VS-Jobkrise herbei. Dabei sinkt die Arbeitslosigkeit nur, weil so viele Amerikaner wie nie komplett aufgegeben haben und gar keine Arbeit mehr suchen. Man denke sich dabei seinen Teil. Geht's hier vielen auch schon so. Bogota. Seit einer Woche befinden sich die großen kolumbianischen Bauernvereinigungen landesweit erneut in einem unbefristeten Streik. Grund dafür nicht eingehaltene Zugeständnisse der kolumbianischen Regierung im vergangenen September nach wochenlangen Agrarstreiks den Bauernvereinigungen. Die Kritik richtete sich damals vor allem gegen das Agrarwirtschaftsmodell, welches für die steigende Armut der Landbevölkerung verantwortlich gemacht wird. Lag insbesondere am Freihandelsabkommen mit den VSA und EU. Na, heute wieder. Kein Wunder, sie haben jetzt 2 Tage wie die Wilden gesprüht und der Himmel ist voll bedeckt. Ich muss, glaube ich, dazu nicht mehr viel sagen. Das kann man gar nicht mehr beeinflussen. Rio de Janeiro. Die jüdische Gemeinde dort hat bereits vor rund einem Jahr die Errichtung eines Eruv beschlossen. Eruv bezeichnet 3 Verfahren, die in der Halacha bestimmte Aktivitäten erlauben, die nach den jüdischen Gesetzen ansonsten verboten sind. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch meint ein Eruv einen Zaun, real oder symbolisch, oder ein jüdisches Wohngebiet umgibt. Innerhalb des Erufs findet die Sabbatregel nichts zu tragen, keine Anwendung. Nigeria. Die radikal-islamistische Sekte Boko Haram
hat am Montag die Verantwortung für die Entführung von mehr als 200 Schulmädchen zwischen 12 und 17 Jahre alt übernommen. In einem Video sagte der mutmaßliche Anführer der Sekte, Shekau, die Mädchen seien nunmehr Sklavinnen, die verkauft und zwangsverheiratet werden sollen. Was auf diesem Erdenball alles möglich ist, sagenhaft. Wer sich Rechte rausnimmt, die ihm nicht zustehen. Afghanistan. Die Opiumproduktion in Afghanistan ist laut einer Untersuchung von Special Inspector General of Afghanistan Rekonstruktion auf neue Rekordhöhen gestiegen. Auf einer Fläche von über 200.000 Hektar wird nun Opium angebaut. Na klar. Es wird auch seinen Sinn haben, die ganze Welt zu verseuchen. China. Die Indizien sprechen eigentlich klar dafür. China scheint an einer neuen Weltreservewährung zu arbeiten, die offenbar mit Gold gedeckt sein soll. Nicht umsonst wurde die freie Konvertibilität des Yuan forciert. Damit neigt sich die Dollar-Ära langsam dem Ende zu und es wird höchste Zeit. Tokio, Thailand. Japans Hauptstadt ist gestern von schwersten Erdbeben seit mehr als 3 Jahren erschüttert worden. Keine größeren Schäden. Die VS-Erdbebenwarte korrigierte die Stärke der Erschütterungen von 5,8 auf 6,0 nach oben. Keine Tsunami-Gefahr. Auch in Thailand ereignete sich ein Erdbeben. Das Epizentrum lag nach Angaben der VS-Erdbebenwarte in etwa 7,4 Kilometer Tiefe nahe der Stadt Chiang Rai. Moskau. Der Föderationsrat hat am Dienstag einen Gesetzentwurf gebilligt, der hohe Geldstrafen und bis zu 5 Jahre Haft für die Rehabilitierung des Nazismus vorsieht. Dementsprechend werden das Negieren von Verbrechen, die vom verbrecherischen Nürnberger Kriegstribunal nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt worden waren, sowie die Verbreitung falscher Informationen über die Tätigkeit der UdSSR während des Zweiten Weltkrieges als strafbar eingestuft. Moskau, Genf, VSA. Russland will die Sanktionen der VSA nicht ohne weiteres akzeptieren, wird vor der WTO dagegen vorgehen, da die VSA gegen WTO-Regelung verstoße. Die verstoßen gegen sogar manches. Sie versuchen uns umzulenken, hintenrum, und es gelingt ihnen nicht unbedingt. Gott sei Dank. Washington. Viele Menschen in Deutschland werden mit Fassungslosigkeit die Pressekonferenz von Merkel und Obama im Rosengarten des Weißen Hauses verfolgt haben. Das habe ich mir nicht angetan. Beide rufen dort gemeinsam den russischen Präsidenten dazu auf, in der Ukraine für Stabilität zu sorgen. Andernfalls drohten ihm beide mit weiteren Sanktionen, wollen Putin nur vor die Flinte bekommen. Anders kann man das Verhalten beider Regierungschefs nicht bewerten. Washington, NATO. VS-Kriegsminister Hegel verlangt von den Europäern eine massive Aufrüstung. Die NATO soll offenbar in die Lage versetzt werden, einen Krieg gegen Russland erfolgreich führen zu können. Sie sollen sich nur vorsehen. Also die Stärke Russlands wird definitiv unterschätzt. Meine Vermutung. VSA, NATO, Ukraine. Mit der Manöverserie Rapid Trident wollen VSA und andere NATO-Mitglieder Osteuropa-Staaten näher an die Milizallianz heranführen. Das Manöver soll dieses Jahr in der Ukraine stattfinden, wahrscheinlich im Juli. Nochmal Washington. Die Republikaner im VS-Senat haben vorgeschlagen, der Ukraine 100 Millionen Dollar Militärhilfe bereitzustellen, teilte der VS-Senator McCain am Sonntag im ukrainischen TV-Sender Inter mit. Odessa. 3 Tage nach dem Branddrama in Odessa warf der Abgeordnete Savenko den Kiewer Behörden vor, die wahre Opferzahl zu verschweigen. Nach seinen Angaben starben nicht 42, sondern 116 Menschen in dem brennenden Gewerkschaftshaus. Soweit ich weiß, wurden noch viele Leichen im Keller gefunden, von denen bis jetzt noch nicht die Rede ist. Gesehen, gehört, ob sich's bestätigt, wird sich zeigen. Nochmal Odessa. Vielen Leuten ist aufgefallen, dass das Gebäude gar nicht richtig gebrannt hat. Nur die unteren Stockwerke betroffen waren. Ebenfalls zeigen die Fotos seltsame Teilverkohlungen der Leichen, die keinen Sinn ergeben. Besonders eigenartig das Foto einer toten Frau, ganz offensichtlich weder verbrannt noch erstickt. Logische Folgerung?
In diesem Gewerkschaftshaus ist etwas ganz anderes vorgefallen. Das Feuer war nicht direkt für eine Vielzahl der Todesfälle verantwortlich. Folterung der Opfer im Gebäude, Ermordung, anschließend teilweise mit brennbaren Flüssigkeiten übergossen, um die Spuren zu verwischen. Dafür spricht, dass man verkohlte Leichen in Zimmern gefunden hat, deren gesamtes Mobiliar vollständig intakt war. Wie soll ein menschlicher, großteils aus Wasser bestehender Körper verkohlen, wenn nichts um ihn herum brennt? Das fragen wir uns schon viele, viele Jahre, wie das gehen soll. Das Zeltlager der prorussischen Aktivisten wurde also nur als Ablenkungsmanöver angezündet, dito die von der Menge an das Gebäude geworfenen Brandbeschleuniger. Zum Zeitpunkt, als der Brand gelegt wurde, war das eigentliche Massaker im Inneren des Gebäudes schon vorbei. Der danach gelegte Brand diente als offizielle Ursache. Grausam. Also für mich ist das ein Holocaust, der dort stattfindet. Tallinn. In Estland haben etwa 6000 Soldaten eine dreiwöchige Militärübung begonnen, darunter 550 Einsatzkräfte aus mehreren anderen NATO-Ländern. Neben Soldaten aus den USA und Großbritannien sind an dem Manöver auch Einheiten aus Lettland, Litauen, Polen, Belgien, Frankreich beteiligt, wie das estländische Verteidigungsministerium am Montag mitteilte. Wegen der Ukraine-Krise hatte die NATO eine stärkere Präsenz im Baltikum beschlossen. Dazu noch in Kiew. Am vergangenen Freitag wurden Hubschrauber in der Ostukraine abgeschossen. Die 13 Toten sind US-Amerikaner der Sicherheitsfirma Greystone Limited. Die prorussischen Kräfte haben die Leichname aufgebahrt. Sie kontaktieren die russische Botschaft und baten darum, den Rücktransport der toten US-Bürger mit der US-Botschaft abzustimmen. Die US-Botschaft hingegen hat den Rücktransport abgelehnt. Es besteht die Gefahr, dass dieser Rücktransport gleich einer Bestätigung ist, dass US-Soldaten in der Ukraine eingesetzt werden. So was Fürchterliches. Vilnius, Litauen. Noch in diesem Jahr wird ein Schiff in dem Ostseehafen Klaipėda in Litauen eintreffen. Das 300 Meter lange Wasserfahrzeug ist ein schwimmendes Terminal für verflüssigtes Erdgas. Es heißt sinnigerweise Unabhängigkeit. Es soll beim Streben der baltischen Staaten nach Unabhängigkeit von russischem Erdgas eine Schlüsselrolle spielen. Brüssel. EU-Handelskommissar de Gucht versicherte mir, dass die EU-Kommission ihre Verhandlungen ohne die Beteiligung von Lobbyisten führe. Für alle EU-Verhandlungsführer gelte ausnahmslos keine Nebeneinkünfte, keine Honorarverträge. Parlament und Mitgliedstaaten würden umfassend über die Verhandlungen informiert, bestehende EU-Standards nicht in Frage gestellt. Und wir glauben an den Weihnachtsmann und sogar an den Osterhasen. Lissabon. Die Regierung in Portugal hat bekannt gegeben, den Rettungsschirm, damit das Troika-Programm, verlassen zu wollen. Na, das wird toll. Ähnlich wie Griechenland möchte man nun wieder versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Und was auch richtig wäre. Die Staatsverschuldung hat über die Zeit der Rettungsphase nicht abgenommen, sondern im Gegenteil, sie hat dramatisch zugenommen. Sie besinnen sich langsam doch alle. Griechenland. In unseren Medien turnusmäßige Meldungen nach in den Krisenländern, wie Griechenland da allmählich der Aufschwung zu spüren, die Realität sieht ganz anders aus. Bestandsaufnahme Griechenlands 2014 von der griechischen Zeitung Left.gr. Die wahren Zustände und Lebensumstände, zerstört von EU, IWF, eigenen Banken und Bürokraten, sehen dramatischer aus. Aus Protest gegen geplante Änderungen bei der Lizenzvergabe für den Verkauf von Lebensmitteln auf Wochenmärkten haben Bauern letzten Mittwoch in Athen gratis Obst und Gemüse verteilt. Hunderte Menschen versuchten, sich die Lebensmittel zu sichern. Left.gr fühlt sich an die Jahre des Zweiten Weltkriegs erinnert. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Deutschland. Trotz steigender Zahlen zur Internetnutzung bleibt Fernsehen das beliebteste mediale Nutzungsmittel in Deutschland. Noch. 63% der Gesamtbevölkerung sehen fern, 54% lesen die Zeitung, die aber auch gesteuert ist, logisch, 45% nutzen das Internet, 38% den Hörfunk. Bei 14- bis 29-Jährigen liegt das Internet mit 76% weit vor der Zeitung mit 53%.
Fernsehen mit 46, dem Radio mit 26. Die tägliche Nutzungsdauer des Fernsehens hat sich im vorigen Jahr kaum verändert, ist jedoch über die vergangenen 10 Jahre um 20 Minuten gestiegen, was ich absolut nicht verstehen kann. Wer diese Teile noch anmacht, weder hört noch sieht, der müsste doch eigentlich gleich irgendwas wieder hochkommen. Odessa, Berlin. Die beispiellose Desinformationskampagne führender deutscher Medien hat anlässlich der in Odessa verübten Morde an über 40 Menschen einen neuen Höhepunkt erreicht. In der ukrainischen Millionenmetropole sei das Gewerkschaftshaus in Brand geraten, eine Katastrophe, deren Urheber noch nicht bekannt wären, hieß es unmittelbar nach der Brandschatzung am 2. Mai übereinstimmend. Während auf Fotos internationaler Presseagenturen Anhänger der Kiewer Putschisten zu sehen waren, die den im Gewerkschaftshaus eingeschlossenen Brandsätze hinterherwarfen, übernahmen maßgebliche deutsche Medien mehrfach Lügenberichte ukrainischer Geheimdienstorganisationen, wonach für die Verbrechen Moskau, wer sonst, verantwortlich sei. Die Ermordeten gehörten einer Demonstrantengruppe an, die regionale Autonomie verlangte. Massenmedien. Seit Tagen streuen ARD, ZDF und Mainstream die Propaganda mehr von OSZE-Beobachtern, die in der Ukraine festgehalten werden. Die Wahrheit? Es waren offensichtlich BND-Spione. Ein Ex-Redakteur der Tagesschau, Volker Bräutigam, hat nun gegen die ARD-Berichterstattung beim Rundfunkrat Beschwerde wegen Verletzung des NDR-Staatsvertrages eingelegt. Außerdem welchen Staates? Deutsches Fernsehen. Hitler als TV-Liebling der Deutschen? Es mag paradox klingen und auch ein wenig übertrieben erscheinen, aber glaubt man einer Studie des Forschungsinstituts Media Control, welche im Auftrag der TV-Zeitschrift Gong erschienen ist, dann ist genau dies der Fall. Insgesamt seien der Studie nach von Januar bis Ostern diesen Jahres 242 Sendungen über den Bildschirm gelaufen, die den Namen Hitler im Titel gehabt haben. Thüringen. Manchmal lohnt es sich doch, alte Dinge aufzuheben. Wie zum Beispiel diese Zeitung von 1952, in der schwarz auf vergilbt steht, dass Russland die Alliierten aufforderte, doch endlich nach 7 Jahren der Besatzung einen Friedensvertrag mit Deutschland zu erörtern, damit Deutschland wieder in einen gleichberechtigten Zustand gegenüber den anderen Völkern gesetzt wird. Inzwischen sind 69 Jahre vergangen und wir haben immer noch keinen Friedensvertrag. Danke für diese Erinnerung. Treptow, Köpenick. Ein 59-jähriger Hartz-IV-Bezieher mit einer Gehbehinderung sollte im Treppenhaus über 18 Etagen Kunst abfotografieren. Diesen Job für den Kulturring in Berlin e.V. vermittelte das Jobcenter Treptow, Köpenick. Obwohl der Mann große Schmerzen hatte, absolvierte er tapfer 2 Arbeitstage. Als er danach aber nicht mehr bei der Arbeit erschien, sanktionierte ihn das Jobcenter umgehend. Zustände wie im alten Rom, wie wir so schön sagen. Die gute Nachricht, der kategorische Imperativ Immanuel Kants von 1724 bis 1804 gelebt, der von ihm in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten von 1785 entwickelt wurde, ist wohl einer der bekanntesten Prüfsteine moralischen Handelns. Er wird meist in der folgenden Fassung zitiert, sogenannte Gesetzesformel. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Kant übernimmt die traditionelle Dreiteilung der Philosophie in Physik, Ethik und Logik. Physik ist die Wissenschaft von den Naturgesetzen, nach denen alles geschieht. Ethik ist die Wissenschaft von den sittlichen Gesetzen, nach denen alles geschehen soll. Wie gegensätzlich zu Hartz IV. Und das war's wieder mal für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Einen ganz besonderen lieben Gruß wieder ins Allgäu. Derjenige weiß, wen ich meine. Ich verabschiede mich hiermit, wünsche allen einen schönen Abend und verbleibe wie immer eure Conny von der Redaktion der Honigmannsack.wordpress.com. Und tschüss.